Hallo liebe Wagen, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für August 2024. Schön, dass ihr wieder oder neu dabei seid und mit hineinschaut in die Energien fürs Waage-Kollektiv. Ja, schauen wir doch mal, was jetzt hier in diesem Monat so für Waage als Stichwort gegeben ist. Na, wie gesagt, allgemein und kollektiv, schaut, wie es da für euch zutrifft. Schaut auch gern noch in euer Mond, Venus, Mars und Aszendentzeichen hinein. Vielleicht ergeben sich da nochmal wichtige Ergänzungen. Für Waage, tiefe Ruhe. Ja. Mit Meditation und Stille und der Elf. Selbstmeisterung, das ist echt dieses Mal sehr spannend. Wir hatten schon bei Löwe und bei Jungfrau hier eine Doppelzahl. Jetzt haben wir es hier auch bei Waage und das ist interessant. Hier haben wir die Elf, die Selbstmeisterung. Ja, genau, das passt hier wundervoll zusammen. Wie es aussieht, kommst du hier in Herausforderungen, in große Herausforderungen vielleicht. Ne? Hier baut sich eine Menge auf an Staub, an was auch immer. Aber du bleibst ruhig und gelassen. Das ist klasse. Ne? Du hast dich wunderbar selber im Griff und du meisterst all deine Herausforderungen. Und ja, ist das vielleicht so ein Stück weit auch deine Aufgabe? Wir werden es gleich sehen, was die Lernaufgabe im August ist. Meditation und Stille. Vielleicht gehst du auch ein bisschen in Rückzug, ne? Hast Urlaubszeit vielleicht, aber ja, auch geplant Rückzug, wo du dir Zeit nimmst für Meditation und Stille, zur Vergewisserung für das, was für dich dran ist, ja, was du hier vielleicht auch noch so bewältigen darfst. Und ja, vielleicht gehst du auch direkt auf Retreat, ja, richtig eine Meditationserlebnisreise. Es ist wichtig, immer wieder auch Zeiten für Ruhe, Stille, Meditation zu nehmen, dich gut hin auszurichten zur göttlichen, geistigen Welt. Wir haben hier sehr die lila Töne angezeigt. Das erscheint alles so ein bisschen wie Amethyst, ja, wie eine Amethyst-Truse. Es ist ein, ja, ihr seht es natürlich noch besser, ne? Ich habe schon festgestellt, wenn man alles ein bisschen weiter weghält, dann kann man es noch besser entdecken. Natürlich hier einen Kopf, ein Gesicht, es ist vielleicht du selbst, bist es du selbst, der hier dargestellt sein soll und in guter göttlicher Anbindung ist. Ne? Ein bisschen wie IT nach Haus telefonieren. Ja, das Kronenchakra ist erleuchtet, verbunden mit dem dritte Auge-Chakra. Vielleicht wird dir hier vieles bewusst, bekommst du auch über Träume, Visionen, wichtige Eingebungen, Hinweise, Zeichen, um deine Dinge, die anstehen, die du dir selber vornimmst, vorgenommen hast, gut zu bewältigen. Ja, aber ne, gerade auch dieses Mittel, ne, dieses Medium, in Meditation zu gehen, könnte für dich diesen Monat immer wieder wichtig werden, um dich zu konzentrieren, gut auszurichten, zu fokussieren, um ja einfach auch gute Unterstützung und Stärkung von der göttlichen geistigen Welt her zu empfangen. Hast du da wunderbares Talent, wie es auch aussieht dazu. Ja, dann lass uns mal weiterschauen in Lenormand Tarot. Ich nehme das als ersten Impuls. Die wollte unbedingt gesehen werden als erstes, zweites, drittes. An der Unterseite die Lernaufgabe schauen wir uns gleich an. Wir holen uns erst noch den Tarot-Impuls dazu. Wow, da will eine Menge. Ja, so viel jetzt bitte nicht.
Da nehmt persönliche Legungsangebote in Anspruch, bitte. Ja, da können wir ganz auf eure Infos dann auch schauen. Ja. Übrigens, diesen Monat wird Tara Taro Rainbow 3 Jahre alt. Das ist auch toll, spannend. Gebt da mal ein bisschen drauf acht. Ich werde da sicherlich auch noch mal was Besonderes machen und sicherlich auch meine Angebote besonders anbieten. Ja, da könnt ihr die gern intensiv auch nutzen. Ja, schauen wir. Oh, das ist ja wohl passend hier, ne? Mit der Löwezeit steht natürlich auch die Herzenskraft, die Liebe zu sich selbst, die Liebe zum Metier, zu dem, was dir anvertraut ist, in Verbindung, ja, Kraft, Mut und Stärke. Ja, gibt dir die Liebe, so in einem Miteinander, aber auch in dir selbst tiefe Ruhe und Gewissheit, beziehungsweise es ist ja die Lernaufgabe. Also das Herz käme jetzt ja auf dem Platz des Kreuzes zu liegen, wenn wir das große Lenormand-Blatt auslegen. Ist das die Lernaufgabe, ne? Sich selber zu lieben, gut für sich selber zu sorgen, ja, auch durch Auszeiten, Meditationen, Ruhe, ja, vielleicht auch ausreichend Schlaf zum Beispiel und ja, durch gute Kommunikation auch hin zur göttlichen, geistigen Welt bewusst das zu nutzen, für auch Herzensanliegen, Herzenswünsche, auch in der Liebe natürlich, aber da nicht nur, ja. Gilt es beherzt, ja, etwas anzugehen, sich auf den Weg der Liebe zu machen, ja, sich der Liebe zu stellen, auch der Selbstliebe. Ja. Schauen wir weiter. Was haben wir hier jetzt ganz konkret? Jetzt habe ich alle verkehrt rum. Huh? Ja, das Haus zu Hause. Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe alle verkehrt rum. Ja. Stabilität, Sicherheit in deinem Zuhause, in dir selbst, in deinem Umfeld. Ja, familiäre Themen, eigene private Themen sind hier angezeigt, angesagt, spielen eine Rolle. Ja, auch körperliche Themen, wie fühlst du dich in deiner Haut wohl? Ja, was täte dir wohl? Schauen wir mal. Der Eremit, Rückzug im Zuhause, das kann schon sein. Ja, vielleicht hast du Auszeit, vielleicht durch Urlaub, aber vielleicht auch ein bisschen durch Krankheit. Ja, gibt es auch zu Hause vielleicht so ein bisschen Distanzierung zueinander, aber andererseits natürlich auch. Gehst du ganz konkret dem nach, was dir entspricht, was dir Wunsch, was dir Vision ist, was dir aufgegeben ist für deinen Weg, ja? Gehst, ja, folge dem beherzt einfach auch, ne? Mit dem Eremit ist Authentizität angezeigt, ne? Stehe ganz authentisch zu dir, ja, auch egal, was jetzt ansteht, ne, es ist wichtig, es verleiht auch im Miteinander Stabilität und Stärke, wenn du ganz bei dir bist und ja, dich zeigst in deiner Art und Weise. Ja, zu dir stehst auch körperlich, ne? Ja. Ja, hier kommst du mit eben auch mit deinem eigenen Weg in Stabilität. Ne? Bekommst da aus deinem Umfeld gute Unterstützung dafür? Ja, der Eremit kommt weiser aus seinem Rückzug zurück, als er hineingegangen ist. Vielleicht gilt es hier auch noch mal bestimmte Themen anzuschauen. Ne? Der Eremit leuchtet all seine Lebensthemen aus, gerade eben, wenn er merkt, ne, er hat mit etwas Mühe, hat zu schaffen. Ne? Vorausgehend ist ja die 8, die Kraftkarte. Und da geht es ja drum, zum einen, ja,
sich vielleicht auch im häuslichen Miteinander nochmal neu kennenzulernen in einer bestimmten Art und Weise, aber vor allem mit sich selber in Beherrschung zu kommen, ja. Vielleicht auch mit, ja, so ungestümen Seiten, aber auch noch mit unbekannten Seiten, ja, die, ja, in der Kraft und Stärke für die eigene Persönlichkeit, für den eigenen Weg verwandelt werden dürfen, ne? Genutzt werden dürfen. Ja, die Sensoren, ja, hier gibt es vielleicht plötzlich Einschnitte, Veränderungen. Vielleicht kommt es auch zu Verletzungen, ja. Da können reale Verletzungen jetzt einfach am Körper, ne, körperlich auch sein, von daher Vorsicht. Aber ja, Einschnitte, Veränderungen. Wie gesagt, hier kann auch etwas sehr ja, plötzlich geschehen, überraschend. Ja, zahlt sich harte Arbeit auch aus. Schauen wir gleich mal inwiefern. Fünfter Kelch. Ja. Ja, was sich hier natürlich auch noch zeigt in Sachen Liebe jetzt gerade, ne, weil das sehr präsent ist. Und ja, hier auch mit der 11 auch nochmal angezeigt ist. Ne. Bin gespannt, vielleicht tauchen noch die vier Stäbe auf. Ne. Da haben wir ja die 11-11. Und gerade wenn wir uns selbst gut meistern, ja, wenn wir selbst mit uns zufrieden sind, mit uns sein können, uns in unserer Haut wohlfühlen, uns ganz authentisch zeigen, ja, also ein stabiler Single sind sozusagen, ne? Dann ja, kann das manchmal sehr schnell dann auch gehen, dass sich hier das Blatt wendet. Und bei den fünf Kelchen ist ein Wendepunkt angezeigt, nämlich der Wendepunkt in einer emotionalen Krise, in einer ja, Liebeskrise, ne? In, ja, natürlich auch im Leben, ne? In deinem eigenen Heilsein und Zufriedensein und ja, betrübt sein über Entwicklungen, vielleicht auch im Arbeitsbereich. Ne? Aber gerade in der Liebe geht es bei den fünf Kelchen ja darum, ne, sich umzudrehen, umzuwenden und die zwei Kelche, die aufrecht stehen, die zur Verfügung stehen, ne, die als neues Angebot reinkommen für eine Beziehung auf Augenhöhe, für das eigene Heilsein, auch körperlich, aber vor allem seelisch, ne, die hineinkommen dafür, dass du mit dem ganz ins Geschick kommst, was dir entspricht, deiner Lebensaufgabe, ja, deinem Seelenweg. Dass die ergriffen werden, ne? Diese Situation, ne? Die stehen bereit, die wollen gesehen und ergriffen werden, die zwei Kelche. Und ja, es darf hier loslassen geschehen von den früheren Situationen, von den drei Kelchen, die vergossen und zerbrochen sind, an denen sich einfach auch nichts mehr ändern lässt. Ja. Ja, hier wendet sich vielleicht auch plötzlich die Trauer, ohne dass du das jetzt groß machen musst, ja, sondern hier kommt ja eine überraschende Wende auch hinein. Ne? Ja, vielleicht haben Traurigkeiten, ne, im Miteinander hier auch für Verletzungen im Miteinander für Traurigkeit gesorgt, aber ne, hier wird das auch beendet. Gibt es Versöhnung vielleicht auch tatsächlich? Ne? Neues Miteinander, aber ja, vielleicht auch neue Arbeitsverträge. Ne? Gerade falls du jetzt auch sehr zurückgezogen gelebt hast zu Hause, ne? Da eine Auszeit hattest oder ja, wenn du nach deinem Weg ganz konkret auch gesucht hast immer wieder, ne? Gefragt hast, darum um Klarheit dafür gebeten hast, ne? Und hier vielleicht auch schon vieles ausprobiert hast, ja. Hier kommt ja gerade auch durch Innenschau, ne? Durch Momente der Meditation und stiller Klarheit hinein und ja, geht es dann sehr schnell auch voran, ne? Ja, schauen wir weiter.
Ja, da eröffnet sich ein neues Kapitel und werden Geheimnisse gelüftet. Ja, wird neues Wissen geerntet auch, ne? Ja. Gibt es ein Kennenlernen? Gerade hier durch die zwei Kelche angezeigt, ne? Ja, vielleicht ein überraschendes Kennenlernen. Ja, guck mal. Und tatsächlich da auch die Chance auf Glück. Glück in Beziehung, auch Glück für wunderbare Entwicklung im Beruf, ja, für Finanzen. Das ist eine glückliche Chance, dieses neue Kapitel. Worin auch immer, ne? Selbst wenn du ja hier beherzt einfach auch dann dem folgst, was dir klar geworden ist, ja, was dir vielleicht auch eben als Antwort zukam von der göttlichen geistigen Welt oder sei es auch in gesundheitlichen Dingen, dass du hier ja vielleicht auch durch neues Wissen dich stärkst und stabilisierst und ja vielleicht einen Gesundheitskurs sozusagen angehst. Das Ass der Münzen ist eine konkrete Chance. Ja? Also die kommt ganz konkret daher. Das ist zum Beispiel ein Arbeitsangebot oder eben ein Kurs für wofür auch immer. Ne? Gesundheitliche Stärkung, Entwicklung, ne? Ein Sportangebot, aber eben zum Beispiel auch ein Antrag, das Kennenlernen eines Menschen, die konkrete Begegnung. Ne? Ja, und daraus muss dann einfach was gemacht werden, sonst ist die Chance, diese Chance zumindest, vorüber. Ne? Die kann sich vielleicht dann nochmal anders zeigen, zu späterer Zeit, oder eine neue Chance kann auftauchen. Ja, und sie hat sehr viel Glück und Stabilität, Verlässlichkeit, Stärkung im Gepäck. Ja, nutze das. Nutze es auch für dich selbst, ne? Wenn du hier jetzt. Ja, vielleicht arbeitest du auch von zu Hause aus, ne? Und ja, kommt hier, ja, wendet sich hier das Blatt, ne? Kommt hier erfolgreiche Entwicklung hinein? Ja, vielleicht, ne? Wirkst du mit deiner Herzensgabe von zu Hause aus. Pasche der Stäbe, ja, das kann auch sein, ne, dass sich hier Nachwuchs ankündigt, dann auch noch. Zumindest, gerade wenn es das Miteinander in der Liebesbeziehung zum Beispiel, aber natürlich auch in anderen Beziehungen betrifft, dann entwickelt sich hier etwas weiter, ne? Es nimmt seinen Lauf und es nimmt ihn stabil, verlässlich, glücklich, wertvoll. Bereichernd für alle. Ja, vielleicht tatsächlich mit Nachwuchs. Ne? Vielleicht, ne, gab es ja auch so ein bisschen Rückzug voneinander. Ja, weil das Thema Nachwuchs auch unterschiedlich gesehen wird. Ne? Hier geht es jedenfalls voran. Ja, und kommst du selber in Entwicklung mit einem neuen Lebenskapitel, der Page, der Stäbe. Der ergreift seine Chance. Ne? Habe ich Page der Münzen gesagt? Ja, das war dann wahrscheinlich so auch gewollt. Aber hier haben wir den Page der Stäbe tatsächlich. Ne? Und der geht mit seinem Potenzial. Hier gibt es, wie es aussieht, die Chance einfach auch, ne, das eigene Potenzial, vielleicht eine bestimmte Begabung eben zu entwickeln, voranzubringen. In neue Entwicklungen, vielleicht durch Weiterbildung auch hineinzukommen. Ne? Ja. Und das Kennenlernen ist natürlich auch mit dem Page der Stäbe verbunden, das Kennenlernen in der Liebe. Ja, ist so ein Stück weit Lernaufgabe, Herausforderung für den Monat. Aber wenn du gut mit dir selber unterwegs bist, wird sich hier daraus eine Chance für glückliche Weiterbildung. Entwicklung im Miteinander ergeben. Ne? Ja, bleib neugierig und aufgeschlossen bei dem, was dir am Herzen liegt. Ja, auch
im Kennenlernen, im Miteinander. Ja. Nimm es einfach auch so ein Stück weit leichter, geh etwas leicht an, vielleicht ein bisschen flirtig auch, beherzt. Schauen wir mal, was zeigt sich hier im Liebesorakel. Das kann eine Botschaft erstmal nur für dich selber sein. Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Ja, da kommt die Gelegenheit, ne? Hier ganz konkret. Dass sich etwas realisiert und manifestiert. Moment, ich muss was trinken. Eieiei, Entschuldigung, jetzt geht wohl doch die Erkältungszeit wieder ein bisschen. Sommergrippe. Und was haben wir noch? Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Ja, Mensch, toll. Ja, erzwing es nicht auf Biegen und Brechen. Ne? Da kommt die Gelegenheit, die Chance für ein Kennenlernen. Und kommt sie dann eben, wie gesagt, wenn du ganz in deiner eigenen Kraft und Stärke bist, ganz auch heil bist im Herzen. Ne? Das scheint nicht mehr lang zu dauern. Ne? Denn es, ja, wie gesagt, kündigt sich hier schon an. Ja, und vielleicht findest du hier auch Unterstützer im beruflichen Grad. Ja, das, die Sense steht auch für Unterstützung, Helfer. Ja, kommt dir jemand hier vielleicht auch bei, der ganz auf Wellenlänge mit dir ist und dich da auch mit hinaus befördert aus, ja, aus früheren Erfahrungen zumindest, ne? Ja, was haben wir hier noch? Ich darf Menschen, Situationen und Dinge blöd finden. Ja, auch das, ne? Darfst einfach auch. Ja, da dann natürlich die Kontakte abbrechen. Ne? Ja, die drei der Kelche, die zeigen es eben auch an, ne? Dass da ins Miteinander etwas hineingekommen ist, was ja einstige Beziehungen auf Augenhöhe und Verständnis füreinander zum Kippen gebracht hat. Ne? Nicht nur in der Liebe, es kann auch in der Freundschaft sein oder in der Familie zum Beispiel, ja. Ja, und das ist etwas gewesen, ne, was einfach das Miteinander, ne, die einzige Verbundenheit nicht zu schätzen wusste, ne? Oder ne, einer von beiden hat das dann einfach auch mit reingebracht. Alles darf sein, wie es ist, aber du brauchst nicht alles zu mögen oder gar in dein Leben einzuladen. Ja. Schau, was du einlädst, was du einlässt. Ne? Sei da ganz mit dir. Schau, ne, was dir einfach auch entspricht und wohltut, wo du mitgehen kannst, wo nicht. Ne? Hier kommt dann etwas, was wirklich glücklich macht. Beständigkeit und Verlässlichkeit hat. Und hier mit dem Hirsch ist auch angezeigt, ne, dass das geführt, geschützt, gesegnet ist. Ja, ich wünsche dir alles Liebe, für welchen Bereich auch immer. Ne. Es betrifft hier mit Sicherheit wieder, wie immer, mehrere Sachen. Alles Liebe, gute Entwicklungen und Wege dafür. Bis ganz bald, deine Tara von Tarot Rainbow.